damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Sonntags-Let's Play. Hier Let's Test nennen wir das Ganze mal. Ein Rätselspiel. Der Antomus hat mir das Ganze empfohlen und ich habe das dann gleich mal in Steam geholt und mal schauen, was uns denn hier so erwartet. Ich habe absolut keine Ahnung, um was es hier geht und was wir tun müssen. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall Rätsel zu lösen haben. Mal gucken, ob ich denn überhaupt klug genug bin, das hier überhaupt irgendwie hinzukriegen. Auflösung hoch. So. Okay. Das passt. Okay, dann... Boah, die Maus ist ganz schön empfindlich, muss ich sagen. Können wir hier schon irgendwas machen? Eine Art Thron, würde ich sagen. Okay, ich weiß auch gar nicht, ob man hier runter darf. Das sieht alles... Kann man springen? Ja, springen kann man. Ich springe mal hier rüber. Okay. Los, wie kommen wir da hoch? Kommen wir... Ah, sehr schön. Okay. Die Frage ist, ist das hier ein Abgrund oder ist das hier kein Abgrund? Kann man hier sterben? Oh, warte mal, hier geht's. Hier ist auch noch was. Eine Art Arm? Okay. Ich probiere das jetzt einfach. Wir laufen einfach mal hier rein. Okay. Wir können auf diesem Grund laufen. Wir entfernen... Ah, es geht ein bisschen runter. Wir entfernen uns davon und laufen auf irgendetwas zu. Eine Art Gebilde. Ich weiß es nicht. Hüpf. Oh, es scheint größer zu sein wie gedacht. Kommen wir hier hoch? Wahrscheinlich nicht. Nein. Okay. Dann laufen wir mal einfach drum herum. Mal schauen, vielleicht eine Treppe... Oder sonstiges. Ich weiß es nicht. Okay, irgendwelche Schriften, die wir aber nicht lesen können. Ich sehe gerade, mit Linksklick können wir auch vorwärts laufen, mit Rechtsklick können wir ebenso. Aber das brauchen wir eigentlich nicht. Können wir... Ah, sprinten mit Shift? Oder sieht das nur so aus? Warte mal. Laufen, sprinten. Ja doch, ich bin ein bisschen schneller. Okay, hier ist ein Eingang und ein... Sieht aus wie ein Portal. Wir gehen mal durch. Okay. Ich denke, wir sind nun im Inneren des Gebildes. Hier gehen Treppen hoch, hier... Das sieht mir aus wie so eine Art Tür oder sowas. Vielleicht kann man das hier irgendwie... aufkriegen. Hier ist nichts außer ein Symbol. Okay, wir haben ein Symbol gefunden. Da unten haben wir jetzt eine Anzeige. Aber ich weiß noch nicht genau, was diese Anzeige zu bedeuten hat. Lassen wir uns überraschen. Aber aller Anschein nach müssen wir vielleicht Symbole einsammeln. Ich guck mal hier eben an dem Pfosten, ob wir hier noch irgendwelche Symbole übersehen haben. Kann ja gut durchaus sein. Ah, hier ist noch ein Lichteinfall. Okay. Hier ist die Säule eingekracht wohl. Warum auch immer. Haben wir an der Säule noch ein Symbol? Nichts. Okay. Gehen wir mal hier die Leiter hoch, die Treppe hoch. Da ist noch ein Symbol. Und wieder eine Art Thron. Sieht aus, als könnte man den Thron schieben. Okay, ich interpretiere das so. Wir haben hier das Zeichen, wir haben hier das Zeichen. Das sagt uns, schiebe das Ding dahin. Und das machen wir auch gleich. Hier ist noch so eine Art Podest. Und eine Art Rednerpult. Warum auch immer. Können wir einfach... Ja, wir können es schieben. Okay. Das heißt wohl die Tür. Alles klar. Das ist eine sehr, sehr interessante... Also die Atmosphäre ist irgendwie... Diese Stille. Ah, der Ton... Also sehr, sehr geil, finde ich, bisher. Und ein weiteres Portal. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Ich höre eine Art Funk. Ich erkenne aber nicht, was gesprochen wird. Nein, nicht wirklich. Okay. Ach, deswegen diese Bewegung. Wenn wir hier kommen, dann alles klar. Das sieht schon sehr, sehr geil aus. Ich weiß gar nicht, sind wir ein... Das ist ein... Sind wir ein Mensch? Sind wir ein Geist, der hier durch irgendwelche Welten fliegt? Oder lauft, eher gesagt. Ah, hier haben wir schon das erste Rätsel. Wie kommen wir rüber, ohne dass die Brücke anhebt, ja? Hätte ich gesagt. Da ist unser Ziel. Okay. Was haben wir denn hier oben? Hier oben haben wir nichts. Ah, warte mal. Okay. Ha! Gut. Noch sind die Rätsel auf einem Niveau, das ich verstehe. Okay. Mehrere Wege. Dürfen wir den Weg verlassen? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Was passiert, wenn wir ihn verlassen? Nichts. Okay. Was bist du? Wir können nichts damit machen. Uah. Okay, wir folgen einfach mal einem Weg. Das sieht alles schon sehr, sehr... Okay, bevor wir da hochgehen, schauen wir uns hier unten noch ein bisschen um eben. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Garten. Hier so eine Bank, hier Bäume zum Sitzen. Das könnte eine Straßenlaterne sein. Auch wieder vielleicht ein größerer Baum. Diese Kristalle, ich weiß nicht, was sie zu bedeuten haben. Man kann hier sogar hochspringen. Ist hier irgendwo... Könnte natürlich wieder irgendwelche Symbole irgendwo sein. Was auch immer diese Symbole bringen mögen. Wir haben ja unten gesehen, eine Anzeige sah so aus, als... müssten wir da mehrere sammeln. Deswegen schaue ich gerade mal hier an diesen Objekten. Kommen wir da? Na? Können wir uns eigentlich bücken? Nein, bücken... Also zumindest mit C können wir uns nicht bücken. Wir kommen auch nicht hoch. Hier durch geht auch nicht. Kein Symbol dran. Okay. Na, dahinter vielleicht noch eben gucken. Schauen. Aber auch kein Symbol. Ihr dürft es natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was es mit diesen Symbolen auf sich hat. Vielleicht erfahren wir es aber auch im Laufe der kleinen Let's Test-Reihe. Mal schauen für diesen herrlichen Sonntag. Oh. Also hier muss ich spontan an Stargate denken. Hier diese Ringtransporter. Ein Portal rechts, ein Portal links, ein Portal geradeaus. Und mich würde nicht... Uiuiui. Hier geht's tief runter. Was haben wir hier noch? Okay, hier geht's auch tief runter. Oh, noch ein Portal. 1, 2, 3, 4, 5 Portale. So... Noch irgend so ein komisches Ding hier. Haben wir hier hinten noch was? Aha. Das ist unser... Oder? Ist das nicht? Und wir haben 2 Symbole. Okay. Kann ich mal schauen, ob wir da noch mehr haben dahinter. Da. Ich sehe es schon. Na, hallo? Er will es nicht nehmen? Warum nicht? Warum? Ist das nicht die richtige Reihenfolge? Müssen wir die Symbole auch noch in der richtigen Reihenfolge einsammeln? Also ich drücke jetzt hier, ich drücke zwar E, aber das bringt nichts. Hier haben wir auch keine Symbole mehr, ne? Nein. Okay, von wo kamen wir? Wir kamen hier, nee. Von wo kamen wir? Wir kamen von da. Ja, genau, von da. Dann würde ich einfach sagen, wir gehen von links nach rechts und gehen jetzt mal in dieses, auch wenn es nicht gerade einladend aussieht mit dieser roten Farbe, aber wir gehen mal da rein. Oh, das erklärt die rote Farbe. Alter. Okay. Ich frage mich, ob man hier in irgendeiner Weise sterben kann oder so. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Das sieht schon alles ein bisschen unheimlicher aus hier. Okay. Da geht's hoch. Da hinten ist wieder ein Portal. Das heißt, wir könnten jetzt runtergehen und in das Portal reingehen. Oder wir gehen mal hier auf dieses Podest. Das sieht irgendwie einladend aus. Okay, hier ist nichts. What the fuck? Okay. Alles Ruinen. Was sagt sie da? Alter. Das sind irgendwie so kaputte Häuser. Kann man da was auslösen? Nichts. Das sieht eher aus wie so eine Steppen, so eine Art Wüste. Auch hier ein Pfad. Ein hohes Gebilde von... Könnte natürlich auch ein Berg sein, aber ich denke eher irgendwas mit einem Gebäude. Kaputte Häuser. Auch hier vielleicht ein Krieg. Spielt das? Ich meine, das Spiel heißt Kairo und es sieht auch alles ein bisschen ägyptisch aus. Spielt das alles? Sind das... Moment mal, jetzt hat sich doch der Ton geändert. Okay, ich weiß nicht warum. Oder was zu bedeuten hat. Okay, jetzt ist es wieder weg. Jetzt kommt es wieder. Okay, wir gehen mal weiter. Was auch immer das alles zu bedeuten hat, ich weiß es nicht. Wir gehen mal hier hoch. Da wäre jetzt das zweite Portal. Müssen wir später wieder den ganzen Weg zurücklaufen? Oder hat das Spiel einfach vorgesehen, dass man sich aufteilen kann? Und je nachdem, welchen Weg man geht, hat man ein anderes Spielerlebnis. Das könnte natürlich auch sein. Okay, wieder ein Symbol. Das sieht auf jeden Fall schon mal freundlicher. Boah! Alter! Ich spiele doch kein Horrorspiel. Warum erschrecke ich mich so? Aha. Ja, die Mauer ist mir relativ egal. Wahrscheinlich kommen da noch mehrere Mauern. Ja, dann laufen wir einfach nicht außen rum. Oh je. Das, ja, ich wusste. Es war mir klar. Okay. Wir brauchen einen anderen Weg. Echt jetzt? Verdammt. Okay, wir müssen einen anderen Weg gehen. Ja, den Weg von dem hier, von diesem Block gekommen, oder? Okay, dann gehen wir halt mal diesen Weg hier. Wenn da jetzt auch gleich zugeht, weiß ich auch nicht. Echt jetzt? Ha! Nicht mit mir, mein Freund. Gehen wir hier lang? Ja! Okay, habt ihr das gesehen? Oben rechts ist jetzt ein Symbol. Wir haben ganz kurz gesehen, wie hier die Mauern hochgingen. Nee. Können wir da lang? Nein. Okay, dann müssen wir aber hier einfach weitergehen. Hoffe ich doch. Ja. Das sieht gut aus. Und hier geht's weiter. Okay, wir haben eins von 4 Symbolen. Wenn wir jetzt wieder in die Hauptkammer kommen... Kommen wir nicht. Okay. Okay. Kommen wir jetzt in die Hauptkammer? Alter! Wer denkt sich sowas aus? Aber da oben ist das Symbol, was wir gerade eingesammelt haben. 1, 2, 3, 4. Müssen wir vielleicht viermal dieses Symbol einsammeln? Kommen wir da irgendwie hoch? Ja, hier. Ich bin gespannt, was jetzt passiert, wenn wir das Symbol hier reinklicken. Also ich hoffe, wir klicken das jetzt rein. Okay. Okay, wir haben jetzt was aktiviert. Wir haben was aktiviert. Ich möchte da jetzt ungern reinlaufen. Ich weiß nicht, so helle Blitze... das verträgt sich nicht ganz. What? Okay. Jetzt dreht sich der Außenkreis. Müssen wir jetzt hier drücken? Oh Mann. Warte mal, was war das für ein Symbol? Ah... Wir gucken mal, dass wir von... Oh, noch zeitlich. Okay. Wir aktivieren einfach mal alle Ringe. Mal gucken, was es bringt. Lauf! Der mittlere Kreis. Wow. Jetzt drehen sich alle. Ach, der eine Kreis hat aufgehört zu drehen, verdammt. Ich weiß nicht, was es bringen mag. Die hören alle auf zu drehen. Wir sind zu langsam. Ich laufe da jetzt rein. Come on! Okay, nichts passiert. Hallo? Beam mich hoch. Ach, die anderen drehen sich auch. Und sobald sich keiner mehr dreht, geht auch dieses Schimmern weg. Die Frage ist, müssen wir vielleicht die richtige Reihenfolge nehmen? Sprich, zum Beispiel von innen nach außen. Müssen wir mal gucken. Das ist Mitte. Das ist außen. Das ist innen. Das wäre zweite. Das heißt, wir müssen... Okay, pass mal auf. Pass mal auf. Wir probieren das jetzt. Und los geht's. Von außen nach innen machen wir jetzt. Die Melodie macht mich halt skeptisch. Okay, lauf, 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 lauf. Yes, 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 yes. Und gib ihm. Das war vorhin größer. Ah. Das Schimmern kommt mit dem mittleren. Mit dem inneren. Müssen wir das Schimmern nach außen befördern, sprich von Mitte nach außen. Okay, es hört auf. Passt auf. Einmal an. Das ist jetzt der mittlere Kreis. Jetzt kommt der zweite Kreis. Ja, das Schimmern wird größer. Das Schimmern wird größer. Das Schimmern wird noch größer. Und da ist der letzte Kreis. Come on, come on, das muss sein. Yes. Okay, irgendwas haben wir jetzt ausgelöst. Ich habe noch keine Ahnung was. Jetzt rein. Bringt uns auch nichts. Bleibt das jetzt so? Es bleibt so. Oh. Da oben drehen sich jetzt auch noch Platten. Okay. Die Frage ist, sind wir hier fertig? Müssen wir durchs Portal wieder durch? Ich weiß es nicht. Hier, was bringen die Dinger hier? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durchs Portal durch. Weil hier kommen wir nicht weiter, oder? Also... Ein Strahl rein. Nee, das bringt uns nichts. Ich glaube, von hier kamen wir. Dann... Ja. Gehen wir mal hier durch.